Hätte ich gefragt, meine Damen und Herren, in dieser Woche haben wir auch wieder Fragen von Sparda-Bank-Kunden erhalten, die jetzt der Vorstandsvorsitzende Martin Hettich beantworten wird. Hallo, Herr Hettich. Hallo, Frau Herzberger. Herr Hettich, eine große Frage von unseren Kunden war, warum soll ich mein Geld überhaupt zu einer Bank bringen? Ganz hauptursächlich, um das Geld sicher zu verwahren, denn das Kopfkissen zu Hause ist keine Alternative. Wenn ich die letzten Schlagzeilen zum Thema Einbruchvorgänge in Baden-Württemberg oder Einbruchsdelikte in Baden-Württemberg richtig verfolge, dann nimmt die Einbruchsrate deutlich zu. Also wir verwahren das Geld auf jeden Fall sicher. Und daneben gibt es natürlich, es gibt im Moment weniger Zinsen als vor vielen Jahren. Aber ich würde Ihnen ein Gespräch mit unseren Anlageberatern empfehlen, denn er hat vielleicht auch noch den einen oder anderen Gedanken, wie Sie Ihr Geld differenzierter aufstellen und damit auch Erträge erwirtschaften. Sie haben gerade das geringe Zinsniveau angesprochen. Wir haben derzeit ein sehr geringes Zinsniveau. Wie wird sich das Ihrer Meinung nach jetzt weiterentwickeln? Nach allem, was wir einschätzen können, wird das niedrige Zinsniveau bleiben, mindestens bis Ende nächsten Jahres. Die Experten gehen davon aus, dass dann Zinsänderungen in Amerika kommen. Ob sie wirklich kommen, das bleibt abzuwarten. Denn es gibt ja Menschen, die Interesse daran haben, dass die Zinsen niedrig bleiben, insbesondere die Finanzminister dieser Welt, die ja durchaus ordentlich verschuldet sind. Also es bleibt abzuwarten. Die Zinsen werden auf diesem Niveau, denke ich mal, die nächsten anderthalb bis zwei Jahre bleiben. Und dann wird es keine dramatische Veränderung geben. Man muss ja dann auch, selbst wenn die Zinsen steigen, überlegen, in welchem Umfang steigen sie. Wir erwarten dann vielleicht einen leichten Zinsanstieg. Das heißt, alle Entscheidungen, die Sie treffen, sollten Sie auf Basis des jetzigen Zinsniveaus treffen und so einen Blick, Zeithorizont zwei Jahre im Blick haben. Gerade in der jetzigen Situation ist es ja auch unglaublich wichtig, ein Vertrauen zu haben. Kann ich im Moment Banken vertrauen? Kann ich der Sparda-Bank vertrauen? Ob Sie allen Banken vertrauen können, kann ich nicht sagen. Ich kann aber für uns sprechen. Sie können der Sparda-Bank Baden-Württemberg vertrauen. Wir haben über den gesetzlichen Einlagenschutz, der nur 100.000 Euro beträgt, den unbegrenzten Einlagenschutz über die Institutssicherung des Bundesverbandes der Volks- und Raiffeisenbanken. Insofern haben die Kunden schon vor der Krise 2008, nach der Krise 2008 und auch für die Zukunft den unbegrenzten Einlagenschutz. Der wird insbesondere dadurch untermauert, dass unser Geschäftsmodell auf Baden-Württemberg ausgerichtet ist, indem wir Einlagen von Kunden sammeln, um Hausfinanzierungen, Häuslebauer in Baden-Württemberg zu unterstützen. Ein sehr konservatives Geschäftsmodell, das, denke ich, auch für die Zukunft sehr sicher ist und insofern vertrauenswürdig ist. Eine weitere Frage, die bei uns eingetroffen ist, lautet: Wie sind die Gewinnchancen beim Gewinnsparen? Die Gewinnchancen beim Gewinnsparen, Frau Herzberger, sind grundsätzlich ganz gut, denn wir haben mittlerweile 1,1 Millionen Lose. Das heißt, wenn Sie mit 10 Losen beitreten, dann können Sie sich ausrechnen. Das machen wir jetzt auf die Schnelle nicht, wie die Gewinnchancen dann sind. Aber in Wirklichkeit ist es so, dass es da nur Gewinner gibt. Das Gewinnsparen lautet ja unter der Überschrift Sparen, Helfen und Gewinnen. Sie sind der Gewinner, weil Sie am Jahresende einen Teil des Losbeitrags gutgeschrieben bekommen, um am Jahresende die Weihnachtseinkäufe oder was anderes sich leisten zu können und quasi nebenbei zu finanzieren. Dann haben wir das große Thema Gewinnen. Wir haben jeden Monat attraktive Gewinne, Sachgewinne, Geldgewinne, wo Sie dran teilnehmen an der Verlosung. Und mit 10 Losen sind Sie automatisch zweimal bei den Gewinnern dabei, weil Sie im halben Jahr 30 Euro auf jeden Fall garantiert gewinnen. Ja, und dann haben wir das große Thema Helfen als dritte große Dimension beim Gewinnsparen. Und Helfen heißt, ein Teil Ihres Losbeitrages wird von uns eingesetzt, um Einrichtungen in Baden-Württemberg zu helfen, die in Not sind. In aller Regel sind es Einrichtungen, die sich um Kinder, Jugendliche kümmern und wo wir dann im Endeffekt helfen, dass die Projekte vollzogen werden können, geholfen wird, wo Not ist und die Einrichtung vielleicht im einen oder anderen Fall mit Ihrer Hilfe am Leben erhalten werden kann. Insofern Spenden, Helfen und Gewinnen, nur Gewinner gibt es da. Auch in diesem Bereich Helfen, denke ich, hat man auch mitgewonnen, wenn man hilft. Also rein vom Gefühl her eine tolle Sache. Vielen Dank für Ihre Antwort, Herr Hettich. Danke an Sie fürs Zusehen, meine Damen und Herren. Wenn Sie weitere Fragen haben, schicken Sie uns diese gerne zu an marketing@sparda-bw.de. Und haben Sie eine Folge verpasst und möchten auch wissen, was andere Sparda-Bank-Kunden gefragt haben, dürfen Sie gerne im Archiv nachsehen unter sparda-welt.de. Ich sage, machen Sie es gut, bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal.